holt ihr jetzt MySports App. Los geht's mit dem ersten Dritt. Die Scheibe nicht aus der Zone draußen, entscheiden die Referees und dann kommt der Aschua. Rasmussen am Bühl. Und dann kommt der Abschluss noch von Nussbaum. Schuss geblockt und dann die Chance für Stransky. Kann da losziehen. Stransky mit dem Breakaway scheitert an Damjano Čač. Wieder Korvi. Versucht es selbst und dann liegt die Scheibe drin. 1-0 für den HC Davos. Korvi kurft da ums Tor herum, versucht das Zuspiel, Scheibe wird noch abgelenkt. Dann bin ich mir nicht sicher, ob da Wieser noch dran war, bevor die Scheibe über die Linie ging. Stransky. Und dann fällt hier das 2-0. Simon Knack, 20 Jahre alt, Stransky. Verliert da zunächst die optimale Position, legt dann den Puck zurück und Simon Knack steht da völlig allein gelassen. Keine Chance für Damjano Čač. Läuft die Scheibe wieder, Irving. Und dann der Abschluss, Abraller kommt da noch. Mit 14 Stürmen angereist ist. Ich bin gespannt, ob Yannick Canova nun auch Eiszeit erhält. Hier kommt der Abraller. So eine Scheibe, die da durchgleitet und die Chance für den HC Davos zum Shorthander. Und Dennis Rasmussen trifft zum 3-0. Den Shorthander. Priestet da viel schneller als sein Gegenspieler. Beweist Übersicht, legt den Puck zur Mitte, wo Rasmussen nur noch einzuscheiben braucht. Minder. Čačo hat die Scheibe nicht sicher. Egli kommt da noch einmal. Nein, Sturni war es, der da noch einmal an die Scheibe kommt. Dann verpasst Stransky. Barandun trifft zum 4-0. David Barandun das letzte Mal jubeln durfte. Das ist schon eine ganze Weile her. Hier kommt der Treffer noch einmal. Etwas mehr Geld bezahlt, der junge Verteidiger des HC Davos. Und die nächste Chance, einen Shutout feiern kann. Das ist jetzt amtlich, der HC Davos schlägt den HC an.